Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Founders Fortune. Hierbei heißt Bär Zock. So ist es Winter, aber wir haben die Kuh lieb. Ist ja auch schön. Ja, die lassen sich von kalten Temperaturen hier nicht abhalten. Jetzt ist halt tatsächlich die Gretchenfrage. Ja, überleben wir das? Mal gucken. Wir haben 40 Essen. 40 mal Milch und sonst gar nichts mehr. Eieieiei. Okay, wir müssen uns von Milch ernähren. Weil irgendwas anderes kriegen wir jetzt hier nicht mehr raus im Winter. Wir haben keine Äpfel, wir haben hier natürlich auch... Ja, keine Kartoffeln, keine Tomaten mehr. Gibt sonst noch was man futtern könnte? Ja, die Kühe, aber eben. Da müssten wir erstmal kochen können. Und dafür müssen die hier aufleveln. Du bist Kollegin Yvonne. Landwirt. Wie viel fehlt denn dir eigentlich noch, bis du hier weiterkommst? Hier, das braucht noch. Kochen am Lagerfeuer. Das muss doch irgendwie zu schaffen sein, hier noch einen Punkt zu kriegen. Nächste Stufe, 35. Das kann eben nicht ich bestimmen, was hier passiert, sondern das funktioniert automatisch. Dass hier gelevelt wird, in welche Richtung auch immer. Das ist ein bisschen schade. Wenn ich das bestimmen könnte, hätte ich natürlich schon lange gesagt. Oh, lernet doch mal das Kochen. Es wäre wünschenswert. Naja, jetzt mal gucken. Also mit der Milch, es müsste eigentlich gehen, weil... Oh, was machen die hier? Nicht euch verkrachen. Das muss nicht sein. Erschlagen. Um Gottes Willen, dieses Erschlagen. Ja, jetzt ist es zu spät. Ja, oh Gott, aber nicht, dass sie jetzt hier niedergeschlagen ist. Was möchte sie denn? Sie möchte halt tatsächlich mit Thomas eine zerstrittene Beziehung erreichen. Das kann doch nicht wahr sein. Oder ist die Beziehung noch schlechter als zerstritten? Das kann natürlich sein. Dann wäre das Zerstrittensein ja tatsächlich ein Aufstieg. Ach, er möchte Kumpel mit Bertha werden. Das wird... Ach nee, Bertha ist ja sie. Ansonsten ist ihm das egal. Er möchte ein Regal für Essen vom Lagerfeuer. Das können wir erfüllen. Bringt doch nichts, weil wir haben kein Essen vom Lagerfeuer. Level als Gelehrter. Geh mal Gelehrten. Nein, geh mal Kristalle analysieren, dann schaffen wir das vielleicht. Dann sollen wir hier noch die Schrift entdecken. Oh, der Händler ist gekommen. Können wir uns mal ansehen. Ich würde mit dem gerne in Schwarz halten. Bertha, walte deines Amtes. Nehmen wir noch 40, das ist okay. Das behalte ich jetzt hier aber strikt im Auge. So, weil handeln... Ja, wir haben halt nichts, was wir handeln könnten. Die Sachen, die wir haben, die brauchen wir wahrscheinlich selber. Und ich glaube auch nicht, dass er irgendwas hat, das uns jetzt weiterhilft. Vielleicht Nahrung? Ja, man könnte vielleicht irgendwie Kristalle gegen Nahrung tauschen. Ich gucke mal ganz schnell. Hat der was zu beißen dabei, der Kollege? Weizen, Apfelstrudel. Das klingt ja... Das klingt einladend. 35. Medizin, Heiltränke, eine Kuh könnten wir verkaufen für 400. Ja, möchte ich eigentlich nicht. Im Lager haben wir 3 Kühe. Dann haben wir nur noch 2. Wenn wir da noch eine schlachten müssen, haben wir... nee, das ist nicht ideal. Ich würde das mal so lassen. Warum haben wir denn nur noch 3 Kühe? Wir hatten noch mal 4. Ist da schon wieder eine abgenippelt? Ja, wir lassen's. Aber wir reden noch ein bisschen mit ihm, damit die Beziehungen vernünftig bleiben sozusagen. Sie ist am Lernen und er ist hier immer noch am Klopfen, weil er das falsche Werkzeug hat. Kollege, geh mal hier hin. Leg mal das ab. Und er humpelt noch. Wie macht man denn, dass der Arzt ihm hilft? Irgendjemanden haben wir doch hier noch als Arzt eingestellt. Jawohl, sie. Wenn ich sie jetzt anklicke, dann ihn. Umarmen, riskant, da steht nichts von wegen... Da, Beinschienen. Fertigkeit fehlt, oder Fähigkeit fehlt, Schienen. Okay, muss er auch erlernen? Wie erlernt sie das? Mhm. Keine Ahnung. Wir können ja nochmal schnell gucken beim Arzt... Ja, wir brauchen Punkte. Fortschritt zur nächsten Stufe. Okay, das ist klar. Nur, wie skillt man jetzt den Arzt? Das wäre noch die Frage. Weil, ja, wenn sie bei ihm nichts machen kann. So, und du, Kollege, solltest jetzt hier ein neues Werkzeug schnappen. Die Pike. Jawohl, geht zurück. Er legt es aber auch nicht ab. Also, er lehnt das Strikte ab, die Axt jeweils wegzulegen. Ist ja die Frau im Weg. Nee, so geht's. So, tauscht er die Axt gegen die Pike. Sauber. Stellen wir schneller. Oh, wir haben sogar noch mal ein bisschen Milch dazu bekommen. Sehr gut. Ja, und dann klopft er hier Kristalle. Wie sieht's denn aus mit Stein? Ist okay, Holz haben wir nicht allzu viel. Das wäre vielleicht auch mal noch mal eine Idee, weil Holz brauchen wir natürlich immer wieder. Den Webstuhl haben wir noch. Wir sind noch mit den Stoffen beschäftigt. Können wir ihr mal schnell sagen? Keine Produktion festgelegt. Ich hatte doch hier die Stoffe eigentlich festgelegt, dachte ich. Aus Baumwolle. Oh, nicht abstürzen. Dankeschön. Kannst du jetzt weben? Ja, web mal. So, damit wir hier die 10 Stoffe irgendwann haben. Wäre natürlich auch schön.
schon fertig gewebt. Jetzt haben wir wahrscheinlich keine Baumwolle mehr. Sehe ich das richtig? Nein, sie möchten noch mal ein bisschen tratschen. Nahrung ist okay. Oh, jetzt vertragen sie sich aber wieder. Das freut mich natürlich. Er zieht schon wieder von dann. Aber jetzt nicht Holz. Dass der nicht selber auf die Idee kommt, dass er dafür eine Axt braucht, ist ja aber auch irgendwie interessant. Moment, ich brauche dich. So, zack, auswählen. Die Axt auswählen. Jetzt kommt er hoffentlich zurück. Also das ist ja schon... Das müssten sie doch selber merken, dass er, wenn er eine Axt hier drin hat, dass er dann nicht mit der Pike auf die Bäume einschlägt. Aber denkste. Was möchtest du gleich nochmal? Den Level erreichen. Wo bist du? Am Lagerfeuer. Studier mal nochmal ein bisschen. Ich glaube, dir geht's besser, wenn du tatsächlich deinen Gelehrtenstatus verbesserst. Es ist ein Scherz. Echt jetzt, Kollege? Jetzt, wo du die Axt hast, jetzt hämmert er doch... Jetzt hämmert er auf die Kristalle ein. Also ganz logisch funktioniert der Mann nicht. Ja, jetzt macht Sinn. Danke dafür. Ja, guck mal, die Nahrung geht sogar rauf. Also wir haben genug Milch, um über den Winter zu kommen. Obwohl es irgendwie ein bisschen komisch ist. A, dass die Kühe in unserem Haus wohnen. Und B, ja, dass halt Milch irgendwie reicht, um zu überleben. Also das ist normalerweise nicht so. Gärtner erforscht. Aha, okay, das haben wir fertig. Da haben wir aber nichts, was wir jetzt per se so brauchen würden. Eine Hecke, da können wir im Prinzip das Ganze ein bisschen verschönern. Das muss aber nicht sein. Muss man nochmal gucken. Das nächste, was wir hätten. Die Schneiderei. Rüstungsständer, Kleiderständer. Hier hätten wir Waffenfertigung. Ich möchte eigentlich nicht in den Kampf ziehen. Vielleicht hier, Steinmetzerei. Kamin, Steinwerk. Ja, Burgtor, wow, okay. Oh, die Schrift, sie möchte doch die Schrift entdecken, genau. Dann mach das mal, da muss ich gar nicht lange überlegen. Das ist eigentlich selbstredend. Mach gleich mal. Weil jetzt hast du auch ein Ziel. Hallo, Yvonne? Ja, sauber. Macht sich auf, passt. Ach, und die Bertha macht nochmal einen Schneemann. Ja, ist ja auch schön. Ist eine kreative Beschäftigung. Ich hoffe, das hebt deine Laune. Ja, geht so. Ich habe schon lange nichts mehr gegessen. Mach mal, guck mal, wir generieren sogar Nahrung im Moment. Dank unseren Kühen, also das war keine schlechte Idee. Aber ich möchte halt trotzdem, dass sie irgendwann hier kochen können. Das muss doch irgendwie funktionieren. Der generiert Holz, okay. Ja, aber das hat jetzt doch die Laune ein bisschen gehoben. Man sieht es ja zwar nicht direkt, aber... Ja, das sieht man ja. Wow, ich hätte nie gedacht, dass es mir so viel Spaß macht, einen Schneemann zu bauen. Sauber. Warum haben wir hier Ausrufezeichen? Gesundheit, am Verhungern. Nein, aber nicht im Ernst jetzt. Nicht im Ernst, dass die die Milch nicht essen. Das steht doch hier. Ich ahne Schreckliches. Rohes Essen. Milch 46, okay. Ja, aber das gibt's doch nicht. Die essen die Milch nicht. Klar, das war ja auch mein Bedenken, dass sie die nicht essen können. Das ist Milch. Aber warum steht die dann hier unter den normalen Nahrungsmitteln? Das gibt's doch nicht. Jetzt verhungern sie allen Ernstes schon wieder. Jetzt schnalle ich das erst von wegen, die hat noch, oder hat schon ewig lange nichts mehr gegessen. Und der Winter, der hat erst gerade angefangen. Ja, aber dann ist das fast nicht zu bewerkstelligen. Tut mir leid. Also dann ist das irgendwie, wie soll ich sagen, da ist die Schwierigkeitsstufe falsch. Oder anders kann ich nicht sagen, weil wenn das so lange dauert, bis ein Landwirt tatsächlich fähig ist, Nahrung zu kochen, ich habe schon mal gesagt, anders kommt man nicht über den Winter. Weil, ja, man kann keine Erdbeeren pflücken, nichts. Wir haben kein Lager hingekriegt, obwohl wir hier so ein Teil haben, hier so ein Lager für rohes Essen. Die sterben. Okay, ja gut, Experiment gescheitert. Aber das ist jetzt irgendwie schade. Brauche Kristalle für die Forschung. Nein, du musst erstmal was essen, gute Frau. Ja, Tobias ist in Ohnmacht gefallen. Er geht mit gutem Beispiel voran. Der wird demnächst sterben, das kennen wir jetzt mittlerweile. Das hatten wir beim letzten Mal schon. Ja, muss ich sagen, schade. Also das Update ist sicherlich sehr gut. Das Ganze sieht sicher besser aus. Aber wenn man hier den ersten Winter aber nicht überleben kann, weil es nicht möglich ist, Essen zu kochen, ja, dann wird es halt schwierig. Also da muss ich sagen, schade ums Spiel irgendwie. Weil ich habe jetzt wirklich, wie soll ich sagen, ich habe alles versucht. Also wir haben hier ein Regal, wir haben Beeren gepflückt, wir haben Äpfel gesammelt. Das Regal wurde nicht voller, weil sie immer wieder gegessen haben. Und, ja. Das hier ist halt irgendwie Käse. Wenn sie nicht kochen können.
Weil das hat nichts damit zu tun, dass jetzt hier Bratäpfel waren. Da Essen kochen geht nicht. Da fehlt die Fähigkeit. Und sie ist eigentlich Landwirt. Da, Bauer, sieht man. Aber hier, da fehlt halt tatsächlich, wenn wir zum Bauern gehen, die Fähigkeit kochen am Lagerfeuer. Und ich kann halt nicht sagen, dass sie das machen soll. Also sprich, dass sie dorthin leveln soll. Ja, dann können wir auch schneller stellen. Guck nur mal. Ich fürchte, das gibt eine kurze Folge. Ich wollte eigentlich danach gleich nochmal eine aufnehmen. Aber das macht dann natürlich keinen großen Sinn mehr. Wenn sie jetzt wieder sterben, dann... Ja. Dann war's das mit Founders Fortune. Zumindest wieder für ein Weilchen, bis wieder ein Update kommt. Weil das macht so keinen Sinn. Was macht sie hier? Ja, trag ihn mal ins Bett. Dann kann er sich dort ein bisschen generieren. Was ist das hier? Aha, ein kleinen Grafikbug haben wir auch noch entdeckt. Okay, das ist halb so schlimm. Das Spiel ist ja auch noch nicht fertig. Ist das immer noch hier? Ja, den haben wir jetzt hier als Denkmal sozusagen. Nicht schlecht. Sammle 10 Stoff. Ja, ja. Jetzt ist der erste gestorben. Sehe ich das richtig? Jawohl, Thomas ist gestorben. Weißt du was, dann web du nochmal. Nee, kann ich. Wir haben immer noch nicht 10 Stoff. Ich habe doch hier eigentlich beim letzten Mal... Jetzt hatte ich ja nur ein Stück. So, wir machen so. Okay. Aber da stirbt eh gleich der Nächste. Ja, weiß. Mit Erwartungen erfüllen. Wie sieht's denn bei dir aus? Hunger. Ja, ist im Prinzip auch schon so gut wie tot. Sie setzt sich schon mal hin. Jetzt ist sie hingefallen. Die, bei der dreht's auch schon. Ja, da dreht's bei allen. Ja, das ist natürlich wirklich doof. Ich dachte, dass das mit der Milch geht. Also, wenn das schon hier unter Rohmessen aufgeführt ist, man sieht's dort so unters, dann müsste das doch eigentlich wirklich auch der Nahrung ein bisschen dienen. Aber denkst du, tut es nicht. Was haben wir denn alles? Wir haben Äpfel. Kann man im Winter? Gibt's nicht. Tomate, Kürbis, Kartoffel, Erdbeere, Weizen, rohes Fleisch. Das ist alles, ja, was man zum Essen hat. Für das eine braucht man das Lagerfeuer und fürs andere, ja, wir brauchen halt im Sommer und im Frühling natürlich eben auch Nahrung. Und dann wird halt schon mal was gegessen von dem, was man hat. Ja. So, ich würde sagen, wir haben noch so viel Anstand, dass wir warten, bis sie gegangen sind. Und dann... Ach, die stehen nochmal auf. Echt jetzt? Weil, ja eben, eine Kuh... Oh, der fängt schon an irgendwie hier... Ja, ja, kein freies Grab. Ui, jetzt backt's aber. Guck mal hier. Nein, 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 ist ja okay. Aha, Game Over. Deine Kolonie ist zugrunde gegangen. Das habe ich gesehen. Durchschnittliche Stimmung. Ja, wir gehen zum Hauptmenü zurück. Schade, ich mag das Spiel. Ich finde es cool. Also mir gefällt's. Aber das mit diesem Winter, dass man da keine Nahrung kochen kann und ansonsten eben, wenn man Milch gewinnt, generiert, melkt, dann geht's auch nicht, weil die Milch nicht essen können, was ich verstehe. Ich kann auch keine Milch essen, aber wenn das aufgeführt ist unter diesem Reiter, da muss ich sagen, dann müsste das eben auch funktionieren. Naja gut, tut mir leid, ist eine kürzere Folge und vor allem jetzt, ich wollte doch eigentlich nochmal eine aufnehmen danach. Naja, ich gucke mich jetzt noch am anderen Spiel um. Also, ich muss sagen, wie gesagt, das Spiel gefällt mir ausgesprochen gut, aber jetzt mit diesem Update haben sie es irgendwie ein bisschen verpatcht, behaupte ich. Weil das ist fast nicht zu lösen, dass man den ersten Winter überlebt. Ich wüsste zumindest nicht wie. Ich danke euch aber natürlich trotzdem fürs Zusehen. Hoffe, euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht und dann sehen wir uns hoffentlich bald mal wieder in dem anderen Video. Macht's gut, bis denne. Tschüss.